Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mein Spiegelhof. So, wir sind am Ballenladen. Dann geht's doch jetzt weiter. Das ist jetzt das erste Feld nur. Jetzt kommt hier noch eins. Ich hatte jetzt eher Lust zum Laden wie zum Pressen. Da die Sonne ja noch scheint, ist ja egal. Trocknen der Stroh. Wenn ich jetzt ganz sparsam wäre, könnte ich mit dem Geld sogar bis zum Lebensende nicht mehr zu arbeiten wahrscheinlich. Wenn ich hier bleiben würde. Ne? Wie gesagt, in Rumänien ist ja alles etwas günstiger. Hier einen Lebensabend verbringen mit, ne? Aber ich glaube nicht hier. Der rollt auch weg, ne? Aber ist ja ein Mod, ne? Aber im 22er passiert das auch mit Originalfahrzeugen, ne? Das, wie gesagt, das dürfte nicht sein. So, dann fahren wir die mal weg. Ein bisschen gemütlich. Weil der hat natürlich einen blöden Knickpunkt vorne, wenn der ganz rumschlägt. Der knickt er gerne ein. Schauen wir kurz nur. Wir haben am besten für Stroh verkauft. Ich glaube, das ist immer noch da hinten alles. Wow, null. Okay. Das ist doch Stroh, oder? Ja. Das. Ach, es gibt eine Scheune, okay. Ja. Gut, dann fahren wir mit der Scheune.
gesagt, so einen MB-Truck kann ich mir immer noch kaufen. Der Land ist schon schwierig. Können wir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir auch gerne bei einem Ladetunnel Frontlader oder lieber Autoload. Und die Wand. Naja. Wieder ist so eine Mod, das ist ja. Das kann Giants ja nichts. Ups. Im Baby der Schaufel. Dreh das mal an hier. Wenn du zu schnell in die Kurve fährst, kippt er um. Naja, ein paar Willen auf jeden Fall noch. Ne? Und weg damit. Hat die Rücken sehr weh. Gut.
Ach so, ich wurde noch gefragt, ob wir in dem Projekt dann auch starke Bauer und sowas benutzen. Autodrive ja, aber starke Bauer glaube ich weniger. Also das ist ja wieder, das ist genauso wie Geld cheaten, das ist für mich dann der Bayonette spielen. Ne? Die letzten drei von diesem Acker. Die muss ich erstmal pressen. Ups, irgendwie. Dies wird nichts. Fucking Mist.
Vielleicht machen wir das mal fest, bevor ihr alles wieder runterrutscht. Kann ich? So. Dann liege ich mal stehen. Geh mal drauf. So. Feld ist fertig. So, aber gut, meine Freunde, wie es dann weitergeht hier in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt gerne in Teamspeak vorbei oder schreibt einfach Kommentare unter die Videos. Dann bekommen wir natürlich auch eine Antwort. Bis dahin würde ich sagen, haut rein. Tschüss.